So, wie versprochen jetzt heute das zweite Video über den Anfang der letzten Woche. Wie gesagt, wir sind am Sonntag in Bamberg angekommen im Prinzip und haben uns ein bisschen die Hauptstadt des deutschen Bieres, wie sie manchmal auch genannt wird, zu Gemüte geführt. Allerdings von der Zeit her hat man da nichts hingekriegt. Also da braucht man schon mal eine Woche oder ein bisschen mehr, um da wirklich alles anzuschauen. Allein wenn man jede einzelne Brauerei mal angucken will oder irgendwo mal ein Bier trinken will, da muss ich ja im Prinzip an einem Tag drei, vier Brauereien abklappern, sonst wird es nichts. Und das wird dann vielleicht auch ein bisschen anstrengend und ehrlich gesagt auch, ja, kriegt man dann noch so viel mit? Ist natürlich die Frage, das artet dann den Stress aus. Egal, auf jeden Fall Montag früh ging es dann wie gewohnt wieder los, um 8 Uhr morgens. Dann haben wir uns im Brauhaus Sternla getroffen. Das Sternla hat auch ganz hervorragende Biere übrigens, also hat mir wirklich gemundet. Im Sternla hatten wir dann ja, in so einem Hinterraum der je Thematik Bier und Essen, beziehungsweise Food Pairing, wenn man das so nennen möchte. Zuerst mal ganz theoretisch, also zuerst nochmal theoretisch der Geschmack, der Geruch, wie funktionieren die verschiedenen Aromen. Da haben wir dann auch nochmal das gemacht, was wir Anfang der letzten Woche schon mal gemacht haben, mit den einzelnen Geschmacksrichtungen, mit den Schwellwerten und dem Erschmecken und Kennenlernen von Geschmäckern, die man zwar kennt. Ich meine, jeder kennt bitter, süß und salzig, aber nicht jeder weiß, wie das in seiner Reinform für einen wirkt. Ja? Es kann also sein, gerade bei bitter ist es zum Beispiel so ein Thema, das von verschiedenen Leuten sehr, sehr unangenehm, sorry, sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. So dass es quasi beim einen schon ziemlich unangenehm wirkt und beim anderen noch überhaupt gar nichts hervorruft. Also da sind die Schwankungen sehr groß und es gibt Leute, die da wirklich nicht sehr empfindlich dafür sind. Ich auch übrigens, also ich merke es zwar, ich merke diese Hemmschwellgrenze, ja, wo andere schon gerade sowas schmecken, die ist bei mir ein bisschen weiter oben und ich merke es dann eigentlich wirklich nur ganz hinten auf der Zunge, da merke ich dann die Bittere und ansonsten schmeckt es fast wie nix, wenn man so einen, ja, so einen Bitterstoff mal in seiner Reinform quasi probiert. Das war interessant für mich und ist auch so interessant, da man erst, wenn man sieht, wo und was auf der Zunge und im Mundraum passiert, vom Gefühl her fast, naja, nicht besser beurteilen kann, was man schmeckt, aber man kann beurteilen, was man schmeckt, allein vom Gefühl her. Durch die Art und Weise, wie ein bestimmter Geschmack oder eine Geschmacksrichtung oder eben eine Substanz in dem Fall auf deiner Zunge reagiert. Ne? Dass bei einer Säure wirklich die Seiten der Zungen sich so richtig ja, fast schon zusammenrollen, dass bei der Bittere ganz hinten am Zungengrund, sagt man, sich das ausbreitet und ziemlich lang hält. Vor allem auch, was Umami eigentlich ist. Ja. Also das fand ich, ich meine, ich kannte den Begriff Umami und man hat es immer gehört von wegen, ja, was ist es, fleischig, herzhaft, wohlschmeckend und so weiter. Aber beschreiben oder schmecken, was es wirklich ist, konnte ich tatsächlich nie. Jetzt habe ich mir da ein Bild machen können, was das überhaupt ist. Umami. Ich kann es nicht gut beschreiben. Also ich kann verstehen, warum ich es nie verstanden habe. Man muss es einfach mal ausprobieren. Das ist Glutaminsäure, sprich enthalten in eiweißreichen Produkten. Ja? Deswegen sagt man immer in Fleisch, aber auch in zum Beispiel reifen Tomaten oder so. Und das ist eigentlich mehr ein Gefühl als ein richtiger Geschmack. Das kann man so nicht sagen. Also man muss es probieren. Also bei mir wirkt es an den Zungenrändern und ist sehr langanhaltend und rollt so richtig über die Zunge. Also das breitet sich noch aus. Das ist wirklich ein Geschmack, der
sich nicht abschwächt, sondern eigentlich eher noch zunimmt, wenn er eine Weile, also wenn man ihn im Mund hatte. In seiner Reinform finde ich es sogar eher unangenehm. Also mir, ich finde es ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen zu krass wahrscheinlich, keine Ahnung. Mir schmeckt es in der Reinform nicht, aber ich kann, also, aber in Kombination mit anderen Geschmäckern oder mit dem Gesamteindruck ist es was ganz Fantastisches. Also müsst ihr mal ausprobieren. Allerdings, ja, wie am besten, ja, Maggi-Würze im Prinzip. Allerdings, die ist auch wieder salzig, ne? Also schwierig, ja. Im Prinzip bei Maggi-Würze merkt man das ziemlich arg, aber da ist natürlich auch noch der Salz, der da noch mitspielt. Aber ja, da findet ihr eine Lösung, wenn es euch interessiert. Genau, also dann ging es um das Thema Bier und Essen. Was passt zueinander, was nicht. Da können wir gerne mal ein eigenes Video drüber machen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu ausschweifend, das in den Grundzügen zu erläutern, weil es halt doch ein komplexes Thema ist und vor allem auch nicht uns auch nicht ein klares richtig oder falsch gibt, muss man auch so sagen. Also von diesem Gedanken, helles Bier zu leichten Gerichten und Fisch und dunkles Bier und starkes Bier zu rotem Fleisch und schweren Gerichten, muss man sich eigentlich ein bisschen trennen. Also das ist vielleicht eine Faustregel, aber auch die eigentlich, also nicht, kann man so nicht sagen. Man muss es ausprobieren, das ist einfach so. Auch beim Wein, sagt man ja roter Wein, rotes Fleisch und so, weißer Wein, Fisch und so. Auch da ist es eigentlich nicht hundertprozentig richtig, aber beim Wein kenne ich mich auch nicht aus und deswegen kann sein, dass es schon alles seinen Grund hat. Bei Bier ist es wirklich so, dass man sich da ein bisschen ausprobieren muss. Selbst wenn man sich eine Kombination im Kopf sehr gut vorstellt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder sich diese Kombis auch vorstellen kann, kann man feststellen, dass es dann, wenn man es wirklich mal ausprobiert, eigentlich doch gar nicht so gut zusammenpasst, wie man es dachte. Also das ist wirklich interessant und ohne Probieren geht da nichts. Man kann sich ein bisschen theoretisch daran arbeiten, wenn man Erfahrung hat, was passt, was nicht, aber ohne Probieren keine Chance. Das habe ich festgestellt. Was dann noch interessant war, was erwartet man sich, also was erhofft man sich von der Kombination mit von dem Bier zu einem Gericht oder zu einem Essen eben. Und es gibt eben zwei Art und Weisen, die man eigentlich da pairen kann. Zum einen, wir nehmen ein Bier, das sich durch Gleichheit an das Essen anpasst, das dann einfach einen runden Gesamteindruck gibt, weil das sehr gut einfach zueinander passt. Oder man nimmt ein Bier, das, ich will nicht sagen, nicht passt, sondern dessen ein Gegenspieler darstellt zu dem Essen, das also quasi mit anderen Aromen und anderen Eindrücken das Essen oder das Gericht noch unterstützt bzw. anfeuert. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen, wie, ja, das gibt es ja oft. Also man muss ja nicht nur was zusammenpasst, wie zum Beispiel eine Tomate mit Mozzarella-Käse nehmen, was ja zum Beispiel so ein Pairing wäre, was optimal zusammengehört, sondern es gibt einfach auch Geschmäcker, die sich gegenseitig ein bisschen. Ne? Es gibt Menschen, die essen Nutella-Brot mit Salami drauf oder weiß ich nicht. Vielleicht man kann auch sagen. Also ihr versteht, was ich meine. Ne? Im Prinzip ist es simpel, aber mir fehlen jetzt auch Beispiele, weil ich bin halt auch eher so ein, ja, ein Mensch, der halt einfach eigentlich das Runde und das. Also wir haben jetzt am Freitag als letzte Prüfung quasi auch ein Drei-Gänge-Menü kochen müssen, nach eigener Wahl. Und dann halt zu dem entsprechenden Gang ein Bier dazu pairen. Und da ist mir auch aufgefallen, ich bin einfach eher der die schon bestehenden Geschmäcker gern einfach geschmacklich unterstützt. Mir ist das irgendwie, vielleicht bin ich da nicht risikobereit dazu, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch nicht so das Talent dafür. Auf jeden Fall da was rauszusuchen, was da als Gegenspieler gilt, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da das halt auch schief gehen kann. Gell? Es gibt so ein paar No-Gos. Zum Beispiel
bitteres Bier, also sehr bitter, und dazu dann eine Säure. Das ist eine Geschmackskombination, die der Mensch eigentlich nicht gut findet. Ich kann mir das vorstellen von der Psyche her, dass das vielleicht in uns verankert ein bisschen, naja, wie Galle oder Erbrochenes wirkt. Also das ist ja die Kombi sauer und bitter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das im Mund hat, dass das für den Menschen unangenehm wirkt aus dem Grund. Wenn du dieses schmeckst, dann möchtest du das ja eigentlich nicht runterschlucken. Das bedeutet, es ist was Schlechtes. An Bitterstoff pur haben wir uns im Laufe unseres Lebens gewöhnt und auch zu schätzen gelernt. Je älter du wirst, desto mehr magst du das. Das ist ja eigentlich auch ein Reiz, der dich, der es vom, der das, das Nahrungsmittel, der vom, wie sage ich das? Ein Reiz, der dich daran hindern soll, das entsprechende Nahrungsmittel runterzuschlucken. Ja? Also wenn du irgendein Kraut rein in den Mund nimmst, wo du nicht kennst und das ist dann bitter, dann soll das den Menschen von vor ein paar hundert Jahren daran hindern, das dann runterzuschlucken, weil bitter oft giftig. Ja? Im Gegensatz zu süß. Wenn du was Süßes in den Mund nimmst, da schluckst du eigentlich schon von alleine. Das kannst du gar nicht im Mund behalten, solange du willst, weil dein Körper das schon rein, einfach runterschlucken, reinschaufeln. Und wir haben im Laufe unseres Lebens uns irgendwann auch an die Bitterstoffe gewöhnt und haben also auch Erfahrungen gelernt, was ist gut, was ist nicht gut. Aber offenbar ist sauer und bitter wohl so eine Kombi, die eigentlich quasi ein No-Go ist. Sprich, sehr bitteres Bier, Pilz und dazu saures Essen. Eigentlich nicht optimal. Jetzt sehen wir wieder, dass man ja immer sagt, ja, Pilz und Fisch. Ja, wenn man bedenkt, dass man Fisch oft mit Zitrone zum Beispiel isst oder so, dann kann man sich eigentlich vorstellen, dass es überhaupt nicht, also wirklich suboptimal ist. Eigentlich nicht unbedingt so passieren sollte, sondern dass man dann vielleicht besser ein saures Bier dazu nimmt. Und ganz ehrlich, Sauerbier ist in meiner Welt bisher No-Go gewesen, weil sauer heißt für mich schlechtes. Umgekipptes Bier, ja. Aber es gibt halt auch Biere, die sollen sauer sein. Und dann entscheidet man sich bei einem Fisch zum Beispiel eher, ja, vielleicht für ein Berliner Weiße, ein Bier, das eben sauer ist oder ein Bier, das eben sehr zitrusartige Aromen mit sich bringt, zum Beispiel durch den Hopfen oder wirklich durch zugegebene Orangenschalen, wie beim Witbier in Belgien. Das ist dann eher so ein Fish-Pairing-Bier. Ganz klar. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist in meiner Welt ist es jetzt auch Fakt, das habe ich für mich bestätigt. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Ich erzähle ja nichts, was ich erzähle. Ich will euch ja nichts sagen, wie es zu sein hat, wie ihr das zu machen habt. Man muss es alles für sich selber erfahren, aber ich habe das für mich erfahren. Was dann unter anderem auch noch so ein Thema ist, man sollte halt auch gucken, dass das Bier in seiner Präsenz eben das Gericht vielleicht nicht zwingend überlagert, sondern dass die auch miteinander einhergehen können. Entweder sollen sie sich gegenseitig unterstützen oder gegenseitig ihre bestimmten Eindrücke hervorbringen oder sie sollen was ganz Neues schaffen. Aber es ist natürlich blöd, wenn man von dem Bier überhaupt nichts mehr schmeckt. Also was nicht sein soll, dass das Bier einfach gar nicht passt, dass es stört, dass es unangenehm ist. Und natürlich, ja, wenn ich einfach von dem Bier nichts mehr mitkriege, dann macht es natürlich auch wenig Sinn. Wenn wir jetzt beim Food Pairing sind, wohlbemerkt, ja, mir wurde da oder uns wurde da auch mal gesagt, das kann man nicht machen, das ist ein No-Go. Wenn ich zum Fischen Bierpilz trinken will, dann ist es so. Beim Food Pairing, das heißt, ich will wirklich ein Gericht abgestimmt auf ein Bier beziehungsweise andersrum präsentieren, dann sollte das Bier vom Essen nicht überlagert werden. Das heißt, bei einem schweren, kräftigen Essen, das sehr aromareich ist, muss auch das Bier dagegen halten können. Und auf der anderen Seite natürlich auch Fett ist zum Beispiel so ein Ding. Fett ist zwar ein Geschmacksträger, aber ein sehr fettiges Essen oder auch Käse oder so bringt ein schwächeres, zurückhaltendes Bier dazu, dass es vollkommen wie weggeputzt ist. Und da, das war auch interessant, es gibt zwei verschiedene Arten von Öl und Fett. Es gibt pflanzliches Fett, wie zum Beispiel ein Olivenöl. Es gibt tierisches Fett, wie ein Käse. Und so tierisches Fett, das überlagert ein schlankes Bier total. Ein pflanzliches Fett kann verstärken oder Hand in Hand gehen und vielleicht auch noch andere Aromen vorbringen,
Allerdings muss ich sagen, es gibt jetzt gerade beim Käse ist es so, das ist meine Erfahrung. Das haben wir jetzt auch so nicht unbedingt erklärt gekriegt, aber die Erfahrung habe ich gemacht und die hatte ich schon vorher. Beim Käse ist es so, dass das Bier vielleicht überlagert werden kann, sehr einfach. Aber ich finde, die Kombi Käse und Bier, kommt darauf an natürlich, was für ein Käse, was für ein Bier, muss man selber erfahren. Aber die Kombi Käse und Bier bringt richtig geile Geschmacksnuancen, also neue Geschmacksnuancen zum Vorschein. Die dann, also ich kann es immer als nussig und herzhaft beschreiben. Also ich liebe die Kombi Käse und Bier, auch wenn das Bier natürlich nachher in seinem Körper vielleicht dann ein bisschen abgeschwächt oder irrelevanter wird. Aber diesen neuen Geschmackskick, den es hochbringt, das ist für mich einfach ultra geil. Und das war bei denen jetzt gerade kein Thema. Ja, so unterschiedlich sind die Leute, ne? Aber so haben wir es gelernt. Deswegen gebe ich euch das jetzt einfach mal kurz weiter und es ist auch was Wahres dran. Sehr fettige Nahrung macht dein Bier, das du dazu trinkst, sehr schnell kaputt. Sprich, du kannst auch einfach Wasser dazu trinken. Da gehen wir jetzt auch von dem hellen, schlanken Bier aus. Und vor allem, wir gehen dabei aus, dass man das so konsumiert und isst und trinkt, wie man es, wie die es jetzt uns gesagt haben, dass man es eben richtig in einem Pairing eben macht. Sprich, erstmal das Essen lange kauen, 30 Mal auf jeder Seite, dass es schön eingespeichert wird, dass schön alle Aromen rauskommen. Und dann vorm Runterschlucken sollte man einen Schluck Bier in den Mund nehmen und dann gemeinsam das alles im Mund haben und gemeinsam runterschlucken. Und dann sieht man, ob Bier dazu passt. Ja, aber wer isst denn so? So isst ja niemand. Das kann man machen. Das ist ja das, was ich sage. Man sollte ab und zu ein bisschen bewusster genießen und bewusster essen. Aber das machst du dann halt mal, um zu gucken, ob es passt. Und dann fällst du trotzdem irgendwann, du willst ja auch nicht verhungern, ne? Sprich, was ich damit sagen will, natürlich passt das eine oder das andere besser oder weniger gut. Und natürlich kann es sein, dass ein Pilz bei einem fetten Schweinebraten einfach nicht mehr, na, keinen Eigengeschmack mehr hat. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich einfach nur Mittag esse, wenn ich einfach nur zu Mittag esse und ich schaufel meinen Schweinebraten in mich rein und habe ich Durst, dann nehme ich meinen Pilz und ziehe mir ein paar gute Schluck Pilz rein. Dann hat das Pilz durchaus einen Eigengeschmack und dann ist das Pilz halt Pilz. Das muss dann nicht zum Essen passen im Sinne von gleichzeitig passen, sondern es muss nur dazu passen im Sinne von, ich mag das trinken, während ich das esse. Also das sind für mich auch zwei Paar Stiefel und das wurde da auch nicht wirklich klar kommuniziert, beziehungsweise das war auch nicht Ziel der Übung. Aber es gehört meiner Meinung nach dazu und es gibt eben verschiedene Arten und Weisen, wie man isst oder trinkt. Ja. Wenn ich ein Bier trinke, muss ich auch nicht unbedingt immer ein Tastingglas in der Hand haben, weil aus dem ich alle Aromen rauskriege. Ich kann auch sehr gut aus einem Maßkrug trinken. Das hat andere Vorteile und das andere hat andere Nachteile. Es ist einfach so. Ja? Also es gibt hier kein richtig und falsch. Man muss wissen, in welcher Situation und vor allem mit welchem Hintergrund man was macht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Einfach auch ein bisschen bewusster daran gehen und überlegter. Genau. Sprich, das kann man auch festhalten, fettiges, schweres Essen, dann muss das Bier auch dagegen halten können, zumindest in so einem Pairing. Und ein leichtes, frisches Essen, da kann man dann auch ein entsprechend leichteres Bier dazu nehmen. Tatsache haben wir fast nichts gefunden in der puren Theorie, wozu man jetzt einen Pilz optimal trinken kann, weil es halt einfach sehr schlank, sehr bitter und hopfenbetont ist. Und wenn man auf die frische Seite geht, dann ist die frische Seite, denk an Salate und so, oft auch sauer. Das passt dann oft nicht so gut, wie gesagt, sauer und bitter. Auf der anderen Seite, ja, schwierig. Also Pilz war oft eigentlich nur als Aperitif oder ja, doch eigentlich als, eigentlich wurde uns Pilz hauptsächlich als Aperitif verkauft. Aber ich finde zum Beispiel, Pilz passt auch sehr gut zu dem schönen grünen Salat. Eine gewisse Säure darf es meiner Meinung nach ohne weiteres haben. Ich habe kein Problem mit diesem süß-sauer. Da geht es, glaube ich, auch mit diesem süß-bitter, meine ich. Und da geht es, glaube ich, auch ein bisschen um die Ausprägung, wie bitter, wie süß. Ich kann es allerdings logisch, muss man für sich selber rausfinden, ganz klar. Zu dem schönen Salat kann ich einen Pilz trinken. Wenn der Salat arschsauer ist, anderes Thema. Dann ist es vielleicht wieder nicht so passig. Müsst mal ausprobieren. Ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht so ganz bewusst im Hinterkopf, aber ich werde es testen. Ja. Und auch bei anderen Sachen, wo man sich denkt, oh, das passt ja optimal zueinander,
probier es erstmal und du wirst feststellen, vielleicht doch nicht die optimale Idee. Wir hatten beim Kochen am Freitag zwei Gerichte, zwei Nachtische, die eigentlich ähnlich waren, sehr schokolastig, und beide Male gab es das gleiche Porter dazu. Beim einen Gericht hat es optimal gepasst, beim anderen Gericht fand ich es nicht gut. Was unter anderem daran liegt, Porter ja auch ein schokoladiges Kaffeearomen, intensives Bier, das zum Beispiel zu so einem, das eben zum Beispiel zu, ja, einem Stück Kuchen zum Beispiel passen kann. Aber dann kommt es drauf an, was ist das für ein, für ein Kuchen, ja? Dann gab es eben das eine Gericht und da waren unter anderem Himbeeren mit drin, mit dabei. Und beim anderen, das war eigentlich ähnlich. Und da war aber diese Fruchtkomponente nicht mit dabei. Und mit den Himbeeren zusammen hat es gar nicht mehr gepasst. Diese Säure von den Himbeeren und dann die starke Fruchtigkeit hat dann das Bier wirklich unpassig gemacht. Das heißt, das ist wirklich interessant, dass man sich denkt, oh, das könnte passen, das könnte nicht passen. Also da kann man wirklich nur sagen, ausprobieren. Und es gibt keine Kombi, die man sich nicht trauen sollte zu testen, weil man wird doch immer wieder überrascht. Das ist wirklich so. Ja, auf jeden Fall, wie lief das Ganze ab? Wir hatten ein, also da muss man sagen, ich habe am Anfang gedacht, diese 3.000 € plus, die das ja ganze Jahr kostet, da verdienen die sich schon ihr goldenes Näschen. Aber im Endeffekt, ich meine, das tun sie auf jeden Fall, das ist mir klar. Aber im Endeffekt muss man auch andersrum sagen, man kriegt für das Geld schon ordentlich was geboten. Also allein die Biere und ja, alles drumherum, wenn man das sich für den pro Person, wenn man das pro Person runterrechnen würde, was das einzeln alles ausmachen würde, kosten würde, da ist man da auf jeden Fall mit drin mit dem Geld. Also insofern muss ich sagen, ist mein Vorbehalt inzwischen eigentlich zerschlagen. Also wir hatten dann also ein riesiges Buffet aufgebaut gekriegt. Nicht an, also Buffet nicht im Sinne von fertigen Gerichten, sondern einfach an Einzelzutaten. Ja? Es gab also praktisch eine Ecke, da waren verschiedene Fleischsorten, Aufschnitte und so weiter und so fort. Es gab eine Ecke, da waren Schokoladen und solche süßlichen Sachen aufgestellt. Es gab eine komplette Käseecke mit verschiedenen Käsen, mit frisch, Hart- und Weichkäsen, Schaf, Ziege, Kuh. Würzig und mild und mit Pfeffer drin und keine Ahnung, mit Kräutern. Also ganz verschiedene. Es gab eine Ecke mit Früchten, mit Obst, was auch ganz interessant war, ja. Und dann stand in der Mitte halt zig Biere rum, verschiedenste Sorten, alles, was das Herz begehrt. Und dann konnte man sich da durchprobieren. Und da ging es auch wirklich darum, dass man seine Eindrücke auch aufnimmt, dass man sich die auch merkt, dass man sich das auch aufschreibt. Da ging es dann auch darum, dass man nach dieser Zeit, wo man probiert hat, auch Pairings, die für einen selber irgendwas ausgelöst haben, auch vorstellt in der Gruppe und sich auch merkt. Ja, und danach wurden wir dann quasi gebrieft, wie wir das mit dem Kochen am Ende der Woche dann machen, was dann die letzte Prüfung dargestellt hat. Und dann ging es auch darum, wie man Bier präsentiert. Also im Prinzip das, was ich mit euch hier jetzt schon seit 4, 5 Jahren mache. Also ein Bier an sich vorstellen und wie man das dann verkostet und wie man das rüberbringt. Im Endeffekt für mich nicht viel Neues. Auf der anderen Seite ging es da auch ganz klar darum, wie präsentiert man das auf so einem Wettbewerb oder vor Leuten, vor Kundschaft oder vielleicht in einem Tasting. Oh. Jetzt muss ich mein Handy hier einstecken, sonst wird's. Ja, dann, Faden verloren. Ja, genau. Und natürlich war das interessant und auch ist natürlich auch wichtig, weil gerade diese Biersommelier-Sache, im Endeffekt machst du das ja, um das vielleicht in einem Restaurant oder in einem Tasting oder vielleicht wirklich auf einem Sommelier-Wettbewerb nachher so zu präsentieren und so vorzustellen. Und das war auch am Donnerstag. Die vorletzte Prüfung, da ging es darum, ein dir vorher unbekanntes, zugelostes Bier spontan quasi zu präsentieren, zu verkosten und vorzustellen. Genau, und im Prinzip gibt es da so eine Richtlinie, so einen Leitfaden, wie das dann auch die Sommeliere in den Wettbewerben dann machen. Sprich, man hat ein bisschen kurz was zu erzählen, eine kleine Story zur Brauerei oder irgendwas anderes, einfach ein bisschen
Story. Es sollte natürlich ein bisschen einen Unterhaltungsfaktor haben. Und dann gibt es halt eben die Richtlinie, ja, eben verkosten, Geruch, Optik probieren und wie man es kennt, gell, ganz normal. Das war also natürlich interessant zu sehen, wie das professionell gemacht wird. Ich habe jetzt natürlich hier einen anderen Anspruch an euch. Wir nehmen ja ein Bier im besten Fall auseinander. Ich möchte es ja auch ein bisschen auf brautenologische Sache vielleicht erfahren und euch weitergeben. Und ja, also ich habe nicht den Anspruch, das euch schön zu reden, vor allem auch. Ja. Das ist natürlich auch so ein Ding, man sollte nichts Negatives sagen, man sollte sehr objektiv bleiben, und so weiter und so fort. Das ist nachvollziehbar, aber das ist ja genau das. Ich will hier kein Bier verkaufen, sondern ich will das ganz fachlich versuchen zu bewerten. Auf jeden Fall interessant ist es, hat auch Spaß gemacht und ja, dann war der Tag eigentlich schon fast rum. Das ging dann, also wie gesagt, das hört sich immer so flott und einfach an. Aber Tatsache ist wirklich, dass man dann von 8 Uhr morgens bis abends 17 Uhr dann da sich das gegeben hat. Und dann wird es doch auch lang und anstrengend. Das ist auf jeden Fall so. Ja, und danach sind wir. Wo sind wir danach hingegangen? Ja, und danach haben wir uns dann im Schlenkerla getroffen, haben dann da das berühmte Schlenkerla Rauchbier getrunken und den Abend quasi ausklingen lassen. Genau, das war dann dieser Essen- und Biertag. Wirklich interessant, hat mir in vielerlei Hinsicht ein bisschen die Augen geöffnet. Zum Beispiel, dass man manche Sachen zum einen natürlich bewusster genießen sollte. Sowieso, man sollte einfach auch mehr genießen und nicht nur um des Sinnes willen und des Zweckes willen essen und Bier trinken. Klar, wenn man Durst hat, trinkt man, wenn man Hunger hat, isst man, aber man sollte vielleicht jeden Aspekt davon ein bisschen bewusster wahrnehmen, das ist schon wahr. Und vor allem, das ist mir wirklich aufgefallen, man sollte einfach bewusster auch durch die Welt gehen und bewusster und wacher einfach. Auch einzelne, nicht Gerichte, einzelne Rohstoffe, einzelne Zutaten auch wirklich mal wahrnehmen. Man sollte wirklich mal an, wenn man einkaufen geht, an was riechen, um zu gucken, wie riecht denn eigentlich ein Apfel, wie riecht denn eigentlich eine Zitrone. Natürlich denken wir im Kopf, ja, ich weiß, wie eine Zitrone riecht, aber wie sagt man, die Verbindung zu knüpfen. Wenn du dann wirklich mal an dem Bier riechst, oh, ich kenne das doch, ich kenne das doch, das muss man lernen, das muss man üben und das kann man auch verlernen. Aber man kann es sich auch antrainieren. Das heißt, man muss einfach bewusster sagen, also wir hatten, das war auch an dem Tag, da gab es dann zig verschiedene Aromafläschchen mit so Duftölen drin und man musste erkennen, was das war. Es waren, glaube ich, 20 Fläschchen oder so. Und glaubst, dass ich da irgendwie einen Bruchteil davon erkannt hätte? Wenn da ein Fläschchen herkommt, riechst du dran und keine Ahnung, was es ist, beerig halt, süß. Also süß kann man nicht riechen, aber man assoziiert es, ne, mit süß. Und am Ende kommt raus, ja, das war halt Himbeere oder Erdbeere. Du denkst jetzt, ah, Erdbeere erkennt man doch. Oder Himbeere erkennt man doch. Oder es waren jetzt auch Beispiele, es waren natürlich zig andere Sachen auch noch. Aber ein Scheiß, das tust du eben nicht. Man denkt, man erkennt es so einfach und vor allem die meisten Aromen, die man kennt, sind auch oft gar nicht mal echt. Also zum Beispiel das Vanillearoma. Das, was jeder von uns als Vanille kennt, ist eigentlich ein Aroma und Geschmack, und den man gar nicht in seiner echten Reinform kennt. Wir kennen nämlich nur dieses Vanillearoma, ein künstlich erzeugtes Vanillearoma, das zum Beispiel in jedem Vanillepudding, in jedem Vanilleeis drin ist und so weiter. Es gibt die echte Vanilleschote. Diese schwarzen Böbbele, die dann im echten Vanilleeis drin sind. Und eben das Vanillearoma, wie zum Beispiel in dem Vanillezucker. Das sind zwei komplett unterschiedliche Aromen. Und da wir mit dem einen quasi von vornherein aufgezogen wurden, jeder Babygrießbrei hat Vanille drin. Deswegen kennen wir eigentlich diesen künstlichen Vanille, Geschmack und denken, das ist Vanille. Aber wenn man dann wirklich mal an der echten Vanille riecht,
mit zu in den Augen, dann denkst du dir, ich kenne das doch, aber was ist das denn? Wenn dir einer sagt, das ist Vanille, dann denkst du, hä, wirklich jetzt? Also, das ist mir aufgefallen, bewusster durch die Welt gehen und auch mal sagen, ich esse jetzt hier diese Himbeere und probiere das, wie die Himbeere jetzt schmeckt. Und vor allem versucht euch mal einen Geschmack oder einen Geruch vorzustellen, ohne dass er da ist. Versucht jetzt einfach mal euch vorzustellen, wie schmeckt eine Erdbeere? Kann man das vorstellen? Oder wie riecht eine Erdbeere? Man kann den Geruch oder den Geschmack sich nicht innerlich vorstellen. Man kann sich eine Farbe vorstellen. Ich kann an Gelb denken und sehe dann Gelb vor mir. Aber sich einen Geschmack und einen Geruch vorzustellen, ist ultra schwierig. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich möglich ist. Probiert es mal im Test. Nehmt wirklich mal eine Himbeere in die Hand. Probiert euch vorzustellen, wie die gleich schmecken wird. Schmeißt sie euch rein. Und ihr werdet überrascht sein, dass es halt nicht so war, wie ihr es genau vorgestellt habt. Es ist wirklich schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich machen konnte. Es war auf jeden Fall eine hochinteressante Erfahrung. Und das kann ich jedem mitgeben. Einfach mal offener sein. Auch ich muss es lernen, gerade bei Bieren. Einfach mal Craft-Biere und so ein anderen Scheiß, so anderes Zeug. Sorry, zu probieren und ja, auch einfach das zu trainieren, ja, zu trainieren, was kann Bier, was steckt da drin. Also, das hat mir der ganze Kurs auf jeden Fall gebracht, ein bisschen bewusster durch die Welt zu gehen. Nicht im Sinne von, es wird dann natürlich immer gesagt, ja, man soll Bier nicht nur saufen, man muss es auch genießen, ja, selbstverständlich. Aber ich finde, Bier kann man auch immer durchtrinken und ich trinke auch immer mal gerne mal mehr als nur ein Bier. Und warum auch nicht? Dafür ist es da in erster Linie. Und warum kann ich nicht was genießen und gleichzeitig auch über den Durst trinken? Zumal es ist natürlich Fakt, Bier ist ein Rauschmittel, Alkohol ist ein Rauschmittel. Ohne Alkohol gäbe es die Produkte nicht. Das hätte keiner gemacht sonst. Vor 100 Jahren wäre keiner auf die Idee gekommen, ein alkoholfreies Bier zu machen. Das hätte auch nicht funktioniert. Aber man hat es natürlich gemacht. Wegen dem Alkohol, sprich, wegen dem Rausch. Und ein Rausch kann man natürlich selbstverständlich auch genießen. Das Problem ist nur, ihr wisst selber, die Dosis macht das Gift, ne? Wem muss ich das noch sagen? Das ist jedem selbst klar. Und da muss man natürlich dran ansetzen. Sauferei verherrlichen ist nicht gut. Und das möchte ich hier auch nicht tun. Ich habe ja am Anfang der Videos immer den Disclaimer, Bier bewusst genießen und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich lügen, wenn ich euch sagen würde, dass ich nicht auch einfach gern mal ein paar Bier trinke, um des Trinkens willen. Und das ist in meinen Augen auch keine Schande. Geht bewusst durch die Welt und denkt nach, was ihr macht und wer ihr seid. Das kann ich eigentlich nur in jeder Thematik mitgeben. Ich habe immer das Gefühl, viele heutzutage wissen nicht mehr, wer sie sind. Ganz oft haben Leute ein Selbstbild und ein Bild von der Gesellschaft auch, das eigentlich nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr wahrnimmt, dann würde es auf der Welt auch anders aussehen. Das passt jetzt vielleicht nicht zur Thematik. In meinem Hirn hat es die Verknüpfung gerade einen Sinn. Wenn ihr den Sinn seht, dann schön, baut drauf auf. Wenn nicht, vielleicht findet ihr den Sinn in meinen Worten. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, haltet die Ohren steif, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Die Woche haben wir noch vor uns, der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind noch mindestens 4 Videos. Und dann möchte ich noch gerne ein Fazitvideo über diesen ganzen Kurs bringen. Ich hoffe, euch bluten noch nicht die Ohren. Halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Ich kann mich einfach nicht stoppen. Wenn ich mal rede, rede ich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Haut rein. Tschüss.